herzlich willkommen. Und da geht's auch schon los. Advanced Mazda Cup. Wir befinden uns auf einer Zeitreise ins Jahr 2017. Am Start mein Teamkollege, der Fast Annie. Nur sehr spitzenmäßig davongekommen hier. Er hat ja in dem Jahr auch den Cup gerockt. Also mal schauen, was hier so abgeht. Ich habe das Replay mal aus unserer Mottenkiste gekramt, um hier mal einen kleinen Beitrag zu gestalten. Und wir werden mal sehen, was hier so passiert. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall hat sich schon ein kleiner Gap hier aufgetan. Und glaub nicht, weil das kleine Autos sind, dass hier das Racing langweilig wäre. Im Gegenteil, hier geht's rund, hier geht's zur Sache, hier kämpft jeder um jeden Millimeter. Ihr seht, wie hier gewuselt und gekämpft wird. Es sind 26 Autos am Start, wobei ich glaube, 3 schon gestrandet sind. Hier wird gefightet und gekämpft. Vom Allerfeinsten. Ihr seht, wir befinden uns in Bathurst. Und da ist wieder unser Enrico am Start. Vorne wird auch gekämpft. Und das sind schöne Bilder, die wir hier sehen aus Bathurst. Ich bin begeistert, wie die kleinen Kisten hier abgehen. Also toller Anblick. Da scheint die erste Runde absolviert zu sein. Und unser Sportfreund vom sozialistischen Rennkollektiv Frankenstein liegt auf dem megamäßig guten 8. Platz. Ihr dürft nicht vergessen, zu der Zeit waren wir gerade ein halbes Jahr eingeloggt. Herrlich, wie er die Kiste hier um die Kurve zwirbelt. Irgendwie spinnt heute der Zeitgeber, habe ich den Eindruck. Ihr dürft nicht vergessen, das Rennen ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Und das Replay haben wir aus der Mottenkiste gekramt, um hier mal einen coolen Eindruck zu vermitteln über die Anfänge unseres Daseins. Fast Annie im harten Fight mit Martin Putz. Ja, der Bremspunkt von Martin, der war ja nicht so begeisternd, fand ich jetzt gerade, aber faszinierende Bilder aus Bathurst, liebe Zuschauer. Wenn man schon seine Karriere anfängt, so herumzwirbelt. Hut ab, Hut ab, Hut ab. Das müssen wir uns jetzt nochmal im Replay angucken. Das war ja ein geiler Move.
Und da sehen wir unseren Kollegen auf die Kurve zuschießen. Und die Kiste im letzten Moment rumgerissen mit einem Quietschen. Einfach Wahnsinn. Wahnsinn, liebe Zuschauer. Ja, vielleicht ist der Kollege gleich fällig hier. Den Aufkleber dürfte wörtlich nehmen. Mein Kollege ist Freiberger. Oder Frankensteiner, zumindest wohnt er in der Nähe von Freiberg. Ich bin geborener Freiberger. Ihr seht, was mein Kollege immer für schöne Designs fabriziert hat. Und heutzutage, ihr kennt ja meinen BMW. Mit sowas muss ich jetzt leider rumfahren, weil er keine Lust mehr hat. Mein Appell an dich, junger Künstler. Bitte komm zurück. Schau dir die tollen Bilder an. Schau dir an. Ja, boah, er ist weit gegangen. Schau es dir an, vom Feinsten. Das ist doch mal hier eine Ansage. Was für ein enges Racing hier. Wie ein Hornissenschwarm, der über dich herfällt. Wow. Gucken wir mal, was vorne gemacht wird. Ah, hier ist schon eine ganze Menge gestrandet. So, da schauen wir uns doch mal an, was dem Patrick Clement hier passiert ist. Beim Anbremsen. Gab es eine hinten auf die Ecke und einen bösen Abflug. Ja, ich glaube, wird nicht sehr erfreut gewesen sein hier. Runde 2. Ziemlich am Anfang, damit ist das Rennen gelaufen. Und auch für die Nummer 19. War dann sozusagen Feierabend. Naja, herrliche Bilder, oder? Was soll man dazu sagen? Und ganz vorne. Oh, 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 ja. Tolle Bilder, wirklich tolle Bilder, finde ich. Und ein super cooles Racing. Während ich sehe, ich glaube, unser junger Kollege. Oh, hat fast seinen Platz wieder gewonnen. Das müssen wir uns hier. Oh, guckt euch das Kämpfe an hier, wie hier gefightet wird untereinander. Absolute Sahne, oder? Das gucken wir uns im Replay nochmal an.
Trader. Schauen wir uns jetzt mal genau an, was denn hier so abgegangen ist. Enrico kommt hier super, super gut raus. Und jetzt hier. Hat der Kollege außen viel mehr Schwung. Ja, in diesen Autos, du musst jeden Millimeter daraus quetschen. Und seht euch an, die komplette Meute fällt über ihn her. Da hast du einfach keine Chance, da hilft dir nur zu kämpfen und dran zu bleiben. Seht euch an. Einfach absoluter Wahnsinn, oder? Einfach absoluter Wahnsinn hier. Ja, die Nummer 17 geht da auch noch dran vorbei. Der Matthew Young. Die ganze Meute hat ihn geschluckt. Naja, ja. Du musst außen wirklich allen Schwung mitnehmen. Sonst hast du leider keine Wahl. Panorama hier hochschießen. Danny, da fahren wir auch noch hin. Wow. Das war aber die Wanderwisch, Kollege. Vom Allerfeinsten. So, wir befinden uns immer noch in Runde 4. Der nächste verabschiedet sich. Ah ja. Aber er kann wenigstens weiterfahren. Mazda-Fahrer sind schon harte Typen, oder? So, da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Highlight hier. Runde 4. Ein herrlicher Kampf, ein Battle. Rauf zum Mount Panorama. Der für David Dunger, ihr seht's, nicht gerade sehr glimpflich endet. Schade für ihn. Nummer 24 kann weiterfahren, aber der Kollege steht an der Box. Wir bei der nächsten Action und diesmal erwischt den Viertplatzierten, niemand geringeren. Und was für ein Abflug der Kollege hier hinlegt, muss man sagen. Beeindruckend. Schwerstens beeindruckend. Das Auto ist leider danach so ziemlich hin, muss man sagen. Naja. Hier seht ihr, wie er leider auf den Körb kommt. Eine Reaktion von einem Stück vorher und nichts mehr zu machen. Die Maschine schlägt ein.
Sachen zu und durch. Weiter geht's. Aber ihr seht, wie die Plätze durchringen. Da ist auch mein Kollege gerade vorbeigegangen. Mittlerweile am 9. Platz. Im harten Fight quält sich hier nach Hause mit seiner kaputten Kiste. Uha, Motor hochgegangen. Ja. Solche Erfahrungen haben wir reichlich gesammelt, alle Mann. Jo, auslocken. Strafe kassieren. Genau. So, so, das schauen wir uns doch hier im Replay nochmal an, was unser Kollege hier hingelegt hat. Oh, mein vom Feinsten, oder? Mit diesen Kisten hier. War eine harte Zeit. Mazda Cup, oha. Oha. Viel Frust, viel Frust. Aber auch viel Spaß. Viel Irrsinn. Viele kaputte Leute. Oh, guckt euch an hier. Wow. Wow, wow. Wow. Frontantriebler mit zu wenig PS, die du bis zum Erbrechen quälen musst. Oha, oha, oha. Jetzt geht's gleich in die sechste Runde. Ich glaube noch 12 zu fahren, also 18 Runden glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon eine lange Zeit her. Ich bin auch so schnell wie möglich auf den Cadillac umgestiegen und jahrelang, bis heute eigentlich, in der Global Challenge gefahren. Hab dort auch einiges gewonnen, aber seit dem neuen Reifenmodell komme ich schwer mit dem Fahrzeug zurecht. Und hab's erstmal beiseite gelegt. Schade zwar, aber... Ah, hier vorne wird genauso weiterhin gekämpft und gefightet. Und das richtig hauteng. Aber nach hinten ist schon eine ziemlich große Lücke auf. Also ab dem 4. Platz seht ihr, tut sich schon ziemlich was auf. Befinden wir uns hier in der 7. Runde und die Gruppe ist immer noch zusammen und kämpft und fightet. Wie ihr hier seht, wird kein Zentimeter nachgegeben. Jeder möchte hier Punkte gut machen, nach oben kommen, bessere Lizenz holen. Herrliche Bilder, wunderschön. Und Sebastian, nein, müsst ihr doch gemerkt haben, dass das innen nicht funktioniert. Juha, die fahren sich da in die Kiste gegenseitig. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ich hoffe, dass ich noch so ein paar schöne Replays in die Finger bekomme, die ich euch präsentieren kann. Hier geht's ab. Wie ihr seht, Fass Eddie setzt sich ab von der wild kämpfenden Meute. Ah, hier im Kampf geht's ja auch zur Sache. Hier haben wir schon den nächsten Kandidaten. David Dunger, der war doch schon mal. Der ist doch schon mal spektakulär abgeflogen, glaube ich. Nach einer Reparaturphase auf dem 20. Platz. Wie so oft in Bathurst. Spektakuläre Verbremser. Und ab dafür. Ah ja. Nichts passiert, umgedreht, weiter geht's. So, und da haben wir doch unseren Kandidaten gleich schon wieder. Kaum aus dem Kiesbett raus. Kommt die nächste Action von unserem Spezialisten. Ja, leider gibt's von mir keine so coole Replays mehr. Weil ich habe mich nicht besser angestellt, muss ich ehrlich zugeben. Aller Anfang ist schwer, das. Ich glaube, unser Sportsfreund war damals überfordert. Denke ich mal, weil in der nächsten Kurve geht die Geschichte ja gleich weiter, wie ihr seht. Das Auto ist auch nicht mehr ganz so fit, aber der Junge ist zäh, er gibt einfach nicht auf. Mal schauen, in irgendeinem 2017er Review wird es vielleicht dabei gewesen sein. Die nächste Pirouette. Ich sehe schon eindeutig der Hauptdarsteller in unserem heutigen Review. Mittlerweile zwei Runden später, David Dunger. Der hier beeindruckende Distanz für uns fabriziert und unserem Kamerateam hier die herrlichsten Bilder schenkt. Guckt es euch an. Jeder selber beurteilen. Naja, oh, schöner Schlenker. Ein schöner Schlenker. Sepp. Ein schöner Schlenker, den du da hingelegt hast. Dafür hast du aber auch bezahlt. Der hier. Sebastian, look before you leave, mate. You drove straight into me. Meister fährt in die Box. Und so wie es aussieht, ist der andere Kollege gleich ausgestiegen. So schnell kommt man auf den 8. Platz. 4 Plätze gewonnen. In. Was weiß ich? Nee. Auf jeden Fall 8. Platz. Ja, ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert.
der wird sicher der Rennleiter noch das ein oder andere Mal zitiert. Sebastian war, denke ich mal, zu seinem Pflichtboxenstopp an der Box. Champ zieht seine Kreise. Ich glaube, da bist du auch froh, mal 5 Minuten für dich alleine zu fahren. Statt mit lauter Chaos sich zu rangeln. Ich denke mal, hier ist auch noch ein allerdauer Abend. Werden wir mal gucken. Ja, eine halbe Runde Vorsprung werden sie haben. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das so aus dem Cockpit aussah. Uiuiui, Chef, da hast du aber ganz schön den Randstein weggerumpelt. Ja, der Kollege vor dir, der könnte noch drinne sein, oder? Ist ja noch ein Stück zu gehen. Zehn Minuten gehen lang sein zum Rennen. Ich glaube, eine Runde gibt es noch oben drauf, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich bin nie im Advanced Mazda Cup gestartet. Derzeit habe ich mich dann schon eher mit der Fanatec Global Challenge befasst. Da wäre eine Box. Uiuiui. Uiuiui. Meister. Thanks, David. Und in Ruhe an hier, was unser Chef hier produziert hat. Ah ja, dicker Ausritt erste Mal. Thanks, David. Und hier, sieht aus, als hätte er ein Rad verloren oder sowas. Plötzlich kippt die Karre um. Oder nee, Rad ist noch dran, aber plötzlich ist die Kiste umgekippt. Und ja, irgendwie die Gegend gefahren. Sehr merkwürdig. Ja, 8 Minuten stehen auf der Uhr. Meister zieht seine Kreise. Genau wie die Kampfhähne hier. Die sich um... Das sind Überrundete, die 12. Die streiten sich hier beide um den Sieg.
weit gegangen, weit gegangen. Aber ich glaube, der ist schon ein bisschen länger dabei. Es gibt ja so Spezialisten, die sich dann auf diese Klassen spezialisieren. Ich bin ja auch jahrelang nur im Fanatec Global Challenge Cup gefahren. Aber nur so kannst du Erfolge einfahren. Oh ja. 6 Minuten noch. Mal gucken, was uns der Abend noch an Überraschungen bringt hier. Ständig gefightet wird. Und auch unser aktuell Viertplatzierter hat hier ganz schön zu kämpfen. Wie ihr hier seht. Nimmt doch mal die Bande mit, der Maestro. Um dann gehörig abzufliegen. Hat aber noch genug Vorsprung gehabt. Also. Mund abgeputzt und weiter gedonnert. Und dann kommen wir jetzt hier kurz vor Ende noch einmal zum absoluten Highlight in der letzten Runde. Der Frage, wer gewinnt dieses Rennen? Seht euch die spektakulären Bilder an, der Kampf um den Sieg. Travis Schwenke gegen Tom Radke. Da gibt niemand nach, wie es für einen anständigen Rennfahrer sein muss. Nur leider, ihr seht's. Feierabend. Für den Kollegen. Nochmal aus der Perspektive des Opfers an. Naja, auf die Ecke gefahren, abgeräumt. So, angefangen hat die Sache nämlich schon ein ganzes Stück eher. Gucken wir uns mal an hier, was passiert ist aus der Sicht von Tom. Der aber ganz schön zu kämpfen hat mit der Kiste. Schon der erste Anstupser vom Travis. Tom kommt besser raus. Wie gesagt, wir befinden uns in der letzten Runde hier. Angesaugt, herrliche Windschatten geht eindeutig vorbei. Und dann. Jo. Kurz vorm Sieg. Das Rennen in dem Eimer. Obwohl der zweite Platz noch gerettet, denke ich mal, glaube ich. Und das mit argen Schwierigkeiten. Während mein Kollege in der Zwischenzeit auf dem Weg ins Ziel ist. Wahnsinnig stark gekämpft hat. Und ein wahnsinnig sauberes Rennen hier hingelegt hat. Great race, everyone. Ooh.
ist der Martin aber nochmal kräftig gegen die Wand gefahren. Ja, da hat jemand keinen Sprit mehr, glaube ich. Uiuiui. Ich glaube, da wollte einer zu viel. Und ist dafür bestraft worden. Komm, das rettest du noch ins Ziel. Obwohl ich denke mal, die Kiste schief ist. Das schöne Auto, 5 Meter vorm Zielstrich beschädigt, aber ansonsten starkes Rennen. Und ein herrlicher Blick in die Mottenkiste, Willi Schwabes Rumpelkammer, hier bei iRacing. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Und Champ, ich hoffe, wenn du die Bilder siehst, kommst du zurück und hast Spaß mit uns. Würde mich wirklich... riesig freuen.